Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Patricks Zockerbude. Und ja, ich bin heute auf der Retrobörse in Herten und möchte mal gucken, was ich hier so für Spiele finde. Also, meine mir selbst aufgelegte Challenge ist, ich hole nur Sega-Spiele, weil auf den Flohmärkten finde ich Nintendo, finde ich PlayStation, Sega ist ein bisschen schwieriger. Und das ist heute die Chance, was von Sega zu finden. Und am Ende gucken wir mal, was ich so gefunden habe oder ob ich mich von Nintendo oder PlayStation habe verführen lassen. Und wir gucken auch mal, wen ich hier so treffe. Und alles Weitere im Video. Das hier für einen 5er, hast du gesagt? Und das hier? 15. 10. Ich hab noch D-Mark. Ach so, okay. Das meine. Okay. Also für insgesamt 15. Da kann ich nicht Nein sagen. Dann nehme ich die mit, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall cool. Ja, Leute, ich zeige euch jetzt einfach mal die ersten Funde von der Retrobörse. Und es ging mit was richtig Coolen los schon, ne? Ich hatte die Vorgabe, ich wollte nur Sega heute kaufen. Ob es so geworden ist, seht ihr am Ende. So, also. Ich komme hin, da ist jemand, den ich auch kenne. Vater und Sohn waren da, ne? Und ich, gerade den Vater habe ich schon öfter getroffen, ne? Ich kenne ihn, beim Stefan im Fairplay habe ich ihn immer getroffen. Da war er. Ich kenne ihn vom Flohmarkt. Ich habe ihn auf dem Flohmarkt in Dortmund an der Uni getroffen. Und ich kenne ihn auch von der Retrobörse. Ich habe ihn auch auf dem Flohmarkt, glaube ich, sogar schon mehrmals getroffen. Auf jeden Fall kenne ich den, ne? Also, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er heißt, aber ich habe ihn schon bestimmt
6 Mal oder so getroffen, ne, glaube ich, 5, 6 Mal. Und auf jeden Fall, ich kenne ihn und ich gehe zu ihm hin und er sagte draußen schon zu mir, vorm Eingang, er hat Sega-Spiele. Ich gehe zu ihm hin und dann hat er auch wirklich was, was ich ganz cool finde. Und dann hat er mir doch tatsächlich verkauft, Masopilami, das ist zwar leider ohne Anleitung, für den Mega Drive und Spider-Man fürs Master System. Ich habe für beides 15 Euro bezahlt. Und ich glaube, das war ein sehr guter Deal. Ich glaube, da kannst du überhaupt gar nichts sagen. Also war schon super, ne? Masopilami war auch so eine Cartoon-Serie von früher, die kenne ich auch. Habe ich auch mal gesehen, diese Serie. Und ja, das ist das passende Spiel dazu. Also ein Lizenzspiel ist es ja wohl. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Lizenzspiel ist oder ein schlechteres. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Aber es fehlte mir in der Sammlung, ne? Und ja, schon nice, ne? Gab es einmal Masopilami für einen Fünfer. Und dafür wollte er einen Zehner haben eigentlich, ne? Und das war Spider-Man. Habe ich mir auch gedacht, ist ganz cool, ne? Spider-Man, warum nicht? Mal wieder was Cooles für meine Master System-Sammlung. Da sind in letzter Zeit auch öfter mal Sportspiele reingekommen und so und irgendwie so ein Kram. Jetzt mal ein Spider-Man, ne? Ist zwar auch wieder ein Lizenzspiel und ja, ich weiß auch nicht, ob es gut ist, aber ja, sowas geht doch irgendwie immer, ne? Spider-Man ist einfach Kult und selbst wenn das ein bisschen schlechter wäre, ich weiß nicht, ob es schlecht ist, dann kann ich drüber sowas hinwegsehen, ne? Ich würde es gerne zocken, ne? Und das werde ich auch machen, jetzt auf jeden Fall demnächst. Und ja, Spider-Man gab es, ne? Und so gab es die beiden Games, ne? Für 15 Euro. Das war wirklich ein sehr guter Anfang mit Sega, ne? Dass ich direkt nur 15 Euro für die ersten beiden Games bezahlt habe. Und ganz nett auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Was willst du haben? Ich hab, gute Frage. 3.000, was da hinten drauf steht? 3.000 Rupien. Wie viel das? 15? 13? 15, okay, super, cool. Ja, dann habe ich was beim Beko gekauft. Den Beko kenne ich auch schon ganz lange von Börsen, Flohmärkten und so weiter, ne? Man kennt sich halt, ne? Das ist so, ne? Also wenn man unterwegs ist hier in der Region, man kennt sich halt, ne? Also entweder im positiven oder im negativen Sinn, man kennt sich, in dem Fall im positiven, ne? Also Beko ist ein super Typ. Kenne ich auch schon ganz lange. Von Flohmärkten halt und so und auch von der Retrobörse. Ja, auf jeden Fall hat der mir verkauft, Sega Rally. Er hat gesagt, schlag was vor. Ich war ab 15 Euro vorgeschlagen. Die hätten mir das dann sogar noch günstiger gegeben für 13. Richtig nice. Und ja, endlich mal wieder ein Sega Saturn-Spiel. Und das soll ja ganz gut sein. Das soll ein gutes Rennspiel sein, so wie ich hörte. Und da habe ich mir das doch gerne mitgenommen, ne? Und ja, ein Rallye-Spiel, also ein Rallye-Rennspiel, ne? Warum denn nicht, ne? Und ich habe es für einen ganz guten Preis gekriegt. 13 Euro für ein Sega Saturn-Spiel. Das habe ich mir, also ich habe gedacht, das ist okay, ne? Weil das auch wohl ganz gut ist, das kann man mal machen, ne? Also, ich hätte, wie gesagt, ich hätte auch 15 bezahlt, wäre auch okay gewesen für mich, ne? Aber für 13 natürlich umso schöner. Ja, meine Sega Saturn-Sammlung, es kommt jetzt wieder was dazu. Hat mich sehr gefreut. Ja, auch da habe ich es dann wieder geschafft, bei Sega zu bleiben. Und ich kann euch sagen, also, es gab wirklich viele Verführungen, ne? Ich habe da viele Spiele gesehen, die ich eigentlich gerne in der Sammlung hätte. Und, ich wollte sie aber nicht holen, weil sie nicht von Sega waren. Ne? Deswegen. Aber hätte ich mir diese Sega-Sache nicht auferlegt, hätte ich wahrscheinlich ganz andere Spiele gekauft. Da bin ich mir sicher. Aber ich möchte halt meine Sega-Sammlung ein bisschen ausbauen. Ja, auf jeden Fall gab es Sega Rally. Richtig nice. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Was geht, mein liebes Sergeant Friends? Tony Goko hier auf der Retro-Börse in Herten. Genau. Du bist auch schon fast auf Weg nach Hause, ne? Ja, ich muss auf jeden Fall gleich arbeiten. Aber ich habe schon einiges eingekauft für mich und für meine Sammlung und ein bisschen aufgenommen hier und ganz entspannt. Und ja. Okay, und wen haben wir hier?
super. Ich habe gehört, hier soll eine Tausch-Challenge stattgefunden haben. Ich glaube, Fairplay Ham oder so, oder? Fairplay Ham, ja, das kann sein, ja. Weiß ich nicht so genau. Hey, der läuft da auch rum. Gerüchteküche sagt das. Ja. Aber... Ja! So, wen haben wir hier? Ja, ich bin auch mal endlich hier. Ne? Ich bin ja schon nicht in den Laden mitgekommen, als ihr alle da gewesen seid. Jetzt bin ich heute mal hier. Natürlich habe ich schon die krassen Schnapper alle gemacht, bevor ihr alle da gewesen seid. Ja, hat mich auch auf jeden Fall mal gefreut, dich mal persönlich kennenzulernen. Ja, endlich mal. Weil obwohl wir eigentlich gar nicht so weit voneinander weg wohnen, haben wir uns noch nie gesehen. Ja. Wir haben uns auch noch nie gesehen. Moin, an den Handel schon empfangs geredet. Mein Name ist Felton. Ja, wie ihr seht, nur YouTuber. Da hinten ist noch der Stefan, der labert da rum. Den könnt ihr euch auch nochmal angucken. So. Ladenbesitzer und YouTuber. Ja. Ansonsten, ja, danke, dass ihr alle hier seid, um mich zu treffen. Hey, Toni. Ja, bitte. Sag mal ab. Zu Hause, wenn seine Frau fragt, hast du Hunger, dann antwortet er. Ja! Das gibt's ja! Und ja, er kam mir auf der Tauschstelle, dann bringt mir ein FIFA. Jetzt nochmal ernster, was willst du denn hier fahren? Ich habe leider ohne Anleitung. Fehlt die Anleitung. Ich habe 50 draufstehen. Echt? Ist es, ja. Sag mir, ich will aber keine 50 haben. Sag mir was Gutes, nimm's mit. Ich habe keine Ahnung vom Maß, das ist so schön. Gib mir 30 Euro. Das ist fast 50% Rabatt. Besser als die 89, die unten draufsteht. 30 Euro. Ja, das ist sehr fair. Das weiß ich. Machen wir. Ja, und dann habe ich beim Günther was gekauft. Also, ja, auch wieder jemand, den ich kannte. Und, auch, ja, auch, vor allem auf einer Börse habe ich ihn immer getroffen. Auch genau auf der gleichen, auch in Herden, letztes Jahr. Und, ja, okay, also, pass auf. Ich habe mir Daffy Duck bei ihm geholt. Und ich meine, er hatte 30, habe ich am Ende bezahlt, meine ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ich wusste es nicht, das geht wirklich für deutlich mehr. Es ist zwar ohne Anleitung, aber das geht auch ohne Anleitung für deutlich mehr, habe ich geguckt bei verkauften Artikeln. Und ja, es fehlte mir noch. Ne? Und ja, auf solche Lizenzsachen, ich stehe auf sowas. Ich habe auch das Roadrunner habe ich auch hier. Ich habe auch Tom und Jerry und Ghostbusters und Donald Duck und so. Ich stehe eigentlich auf sowas. Ne? Ich weiß das und deswegen habe ich mir das gerne mitgenommen. Ne? Und ja, wahrscheinlich ein Jump'n'Run-Spiel, aber ich glaube auch ein gutes. Und ja, Daffy Duck auf jeden Fall auch cool, von den Looney Tunes selbstverständlich. Und ja, es war auf jeden Fall ein guter Preis, den ich bezahlt habe beim Bühne. Auch er hat mir wirklich einen super Preis gemacht. Ne? Und ja, ein weiteres Master System Spiel. Und ja, so blieb es weiter bei Sega. Und ja, Grüße gehen raus übrigens an alle, die ich heute getroffen habe auf der Retrobörse. Bevor ich das nicht ins Video einbaue und das vergesse, Grüße gehen raus an alle, die mich da heute getroffen haben. Ja, so gab es einmal Daffy Duck. Ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Stefan von Fairplay, auch hier auf der Retrobörse in Herten. Stefan, was sagst du? Du warst ja schon öfter mal hier. Wie gefällt es dir hier heute? Also tatsächlich heute besser als beim letzten Mal sogar. Weil es ist, finde ich zumindest, ich weiß nicht, ob der Teppich neu ist, ich bin mir nicht 100% sicher. Aber beim letzten Mal, es hat hier reingeregnet, Wetter war nicht ganz so gut. Es war auch stellenweise, heute ist besser. Ich habe mir Stände noch nicht ganz 100% angeguckt. Wir sind gerade einmal durchgelaufen für eine Challenge. Ja, das hat momentan, glaube ich, jeder auf dem Schirm, diese Challenge. Das hat nämlich der Patrick gemacht, also der das Video gerade macht. Ja, das stimmt. Der Apa hat es gemacht. Ich war quasi sein Challenge-Partner. Aber ich habe schon gehört, ein absolutes Patrick-Teil war dabei. Aber das werdet ihr bei ihm im Video sehen. Ja, wir haben jetzt gerade die Challenge hier gemacht, dass wir uns hochgetauscht haben. Das werdet ihr übrigens bei mir im Video sehen. Und ja, was soll ich sagen? Alles wieder richtig liebe Menschen hier. Viele bekannte Gesichter, die man wieder sieht. Logischerweise, weil die Bubble tatsächlich relativ klein. Wir sind in einem bestimmten Bereich und ja, was soll ich sagen? Es macht Spaß. Das ist das Geilste überhaupt. Es macht einfach Spaß. Hast du heute schon was gekauft? Nein. Hast du nicht mal einen Kaffee. Hast du vor, noch was zu kaufen? Ja, natürlich. Okay, ja. Gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Hast du was im Auge? Ja. Was denn? Komm mit. Dann komme ich mal hinterher. Ja, und dir auch. Was möchte der Stefan kaufen? Das ist jetzt hier die Frage. Ich habe mich vorhin
habe ich mich hochgetauscht. Ja. Und da habe ich unter anderem ein Poet abgegeben. Okay. Das möchte ich jetzt kaufen. Stimmt so. Okay, alles klar. Gut, Stefan, ich wünsche dir noch viel Spaß hier, ne? Tja, das habt ihr jetzt only beim Patrick auf dem Kanal. Ich habe es nicht aufgenommen. Das heißt, ja, auf meinem Kanal könnt ihr nicht sehen, wie ich es mir wieder zurückgekauft habe. Ja, bei mir aber. Tja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Ich habe mal eine Frage. Ja? Die Preise sind die, die draufstehen. Ja, aber sprechen die Leute, kann ja aber häufig. Ja, ich hab, ja, aber hier, guck ist mal. Der Zustand. Ach so, weil hier 13 einfach und 7, das hat mich. Da ist ein kleiner Kratzer drauf auf dem Innenring, beziehungsweise auf der Innenring. Und die ist top. Ach so, okay, alles klar. Ja. Aber wie gesagt, du kannst nicht reinkommen. Ja, guck ich mal rein. Ah, okay. Also guck mal hier, 7, ne? Und 17. Und 20? Okay, machen wir, super. Ja, und den nächsten Fund, ja, auch da, ne? Also da habt ihr den Anfang nicht gesehen. Es war so, ich war bei Mustafa. Und auch den kenne ich, ne? Also ich kenne unwahrscheinlich viele Leute, kannte ich da, ne? Das ist eigentlich auch ein sehr familiärer Kreis, dass man echt viele kennt, ne? Also in meinem Fall ist es auf jeden Fall so. Wir waren bei Mustafa, bei dem habe ich nichts gefunden. Da habe ich ihn gefragt, hast du nicht vielleicht irgendwas für einen Dreamcast? Da hat er gesagt, nee, ich nicht, aber geh mal genau zu dem und dem Stand da hinten, die haben mit Sicherheit was für dich. Da bin ich da hingegangen und so war es auch, ne? Also, ja, der hat mir einen guten Tipp gegeben. Und, ja, bei dem habe ich, dann habe ich mir an einem anderen Stand, also nicht bei Mustafa, zwei Games hochgeholt. Ein Saturn-Spiel und ein Dreamcast-Spiel. Und einmal Tomb Raider 4, ne, fehlte mir auch noch, ne, also, ja, richtig cool, ne? Wieder ein Dreamcast-Spiel, ne? Auch Dreamcast-Spiele finde ich nicht so oft, ne? Ja, richtig nice auf jeden Fall. Das habe ich auch nicht für die, ich müsste es nicht für die PS2 haben. Ich gucke mal nach, ob ich hier Blödsinn erzähle oder das stimmt. Ne, ich habe den dritten Teil für die PS1, meine ich. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall für den Dreamcast auch den vierten. Richtig nice, ne? Also hat mich auf jeden Fall gefreut, ne? Richtig cool. Dafür wollten die 7 Euro haben. Und habe ich mir noch ein Saturn-Spiel rausgenommen, weil es einfach cool aussah hinten. Und zwar Chaos Control. Ne? Und es sieht mir eigentlich schmappmäßig aus. Ne? Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht mir so aus. Und es sieht eigentlich ganz cool aus. Und dafür wollten sie 17. Und ich habe gedacht, ach ja, 17 Euro, ganz gut. Ne? Jetzt bundelst du hier noch ein bisschen mit dem Tomb Raider. Ne? Bundle, habe ich mir gedacht. Und das habe ich dann auch gemacht. Ne? Das hatten die übrigens zweimal da liegen. Und bei der anderen war vor allen Dingen die Hülle, war von dem anderen besser. Ne? Aber Dreamcast-Hüllen, ne? Ihr wisst das, wer das sammelt, die haben halt ihre Krankheit. Ne? Die Dreamcast-Krankheit. Die Dreamcast-Hüllen-Krankheit. So nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja, und dafür 17, dafür 7.
Und ich habe während 24 und ich habe am Ende ein 20 bezahlt. Das fand ich auch echt nice, muss ich sagen. Ne? Und ja, ein Saturn-Spiel, ein Dreamcast-Spiel. Ja, will ich auch für zwei Sammlungen, wo ich nicht oft Spiele finde. Vor allen Dingen nicht auf dem Flohmarkt. Ihr wisst, ich bin vor allen Dingen oft auf Flohmärkten unterwegs. Ne? Und Dreamcast und Saturn-Spiele sind da rar gesät. Ne? Selbst bei Händlern. Ne? Da schon eher Mega Drive oder Master System. Aber die beiden Systeme sind auch bei mir auf den Flohmärkten, selbst bei Händlern, eher rar gesät. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. So, Nunzio, Videospiele 2021, habe ich auch hier bei mir. Wie gefällt es dir hier? Mega. Ich habe es mir eigentlich anders vorgestellt, aber ich muss ehrlich sagen, mega. Hast du was gefunden? Mein Rucksack ist voll. Das sehen wir wahrscheinlich bei dir im Video. Bei mir im Video, ja. Kanal verlinke ich natürlich wie alle Kanäle. Ja, das habe ich vorhin nicht gesagt. Deswegen sage ich es jetzt nochmal. Ja. Alle Kanäle werde ich verlinken. Den Nunzio natürlich auch. Ist ein Flohmarkt-Kanal, kann ich nur empfehlen. Und ja, dann bin ich aber gespannt, was der so gefunden hat. Danke. Darf ich das aufmachen? Bitte? Ja, auf jeden Fall. Aber es, ja, das ist sehr häufig. Hier steht eine 11. Können wir am Preis noch was machen? 10er. So, machen wir. Ja, dann Abschlussdeal eigentlich. Also, es gab noch Deadly Skies oder Deadly Skies heißt es wahrscheinlich. Ne? Ist irgendwie ein Flugzeugspiel für den Dreamcast, aber es ist von Konami. Ne? Und habe ich einen 10er für bezahlt. Ja, die Hülle ist leider kaputt, aber geht aber auch bei eBay für mehr. Ne? Also ich glaube, ich jetzt für 18 gesehen oder so. Ne, aber ja, wahrscheinlich mit einer, aber nicht mit einer kaputten Hülle. Ne, aber ist auch egal. Und ja, ein Flugzeugspiel, wieder ein Dreamcast-Spiel, habe mich auch gefreut. Und ja, war der Abschlussdeal und ich habe es tatsächlich geschafft, bei Sega zu bleiben. Ne, also bin ich auch stolz auf mich, muss ich echt sagen. Ja, gab es auf jeden Fall Deadly Skies. Ne, und ja, richtig nice auf jeden Fall. Ne, wieder ein Dreamcast-Spiel. Und ja, lege ich mal weg. Ja, ansonsten, es, wie gesagt, Retro-Börse Herten, da sage ich jetzt auch noch ein paar Worte zu. Ich war nicht bei der letzten Veranstaltung da, aber ich war im letzten Jahr war ich mal da. Ne? Und es war jetzt die zweite Mal, dass ich da war und auch die einzige Börse, auf der ich je war. Ne? Ich war bis jetzt immer nur in Herten. Liegt auch daran, weil das einfach am nächsten für mich ist. Die Herthener Börse ist wirklich von der Entfernung für mich am nächsten, ne? Dahin zu fahren. Alles andere ist weiter. Oberhausen ist auch machbar. Auch dieses Jahr war ich froh, dass ich nicht da war, weil Oberhausen ja wohl eher sehr voll war und nicht so schön gewesen sein soll. Herten fand ich aber gut. Das ist, es war nicht überfüllt oder so. Es war aber deutlich mehr los, als wo ich beim letzten Mal da war. Ne? Es waren ein paar Leute da, also einige auch, ne? Aber es war jetzt nicht, dass man sich nicht bewegen konnte. Das absolut nicht. So war es nicht. Ne? Es gab also Phasen, da kam man schlecht an die Stände dran, weil auch überall Leute waren und so. Aber es war alles machbar. Ne? Ich konnte da auch filmen, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen in meinem Video jetzt hier und so. Und ja, was mir da besonders auch dran gefällt, das ist wirklich ein familiärer Kreis. Da kommen auch vor allen Dingen auch Leute hier aus der Region her. Und auch ein paar von woanders natürlich. Händler kannte ich ja einige. Und ja, auch viele YouTuber. Wir haben mal durchgezählt gehabt. Ich glaube, es waren 10 YouTuber heute da. Und ja, ich werde euch auch die meisten davon wahrscheinlich auch verlinken. Alle, die hier in meinem Video gesehen habt. Und oder 11 YouTuber sogar, ich meine 11 sogar wären es gewesen, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren da
einige, also YouTuber, die ich kannte, vielleicht waren sogar noch mehr da, ne? Und wirklich, man kennt sich, ne? Und das gefällt mir sehr, ne? Und ich finde die Börse echt angenehm. Ich glaube auch, dass der Veranstalter sich da echt Mühe gibt, ne? Oder was auf die Beine zu stellen. Ich unterstütze das gerne. Natürlich schaffe ich es nicht zu jeder Härtener Börse, aber diesmal habe ich es wieder geschafft und es war auch echt schön, ne? Also gute Atmosphäre und so, hat mir echt gut gefallen, muss ich echt sagen. Und ja, wie gesagt, die YouTube-Kanäle von den YouTubern, die ich da getroffen habe, die werde ich euch auch verlinken. Und ja, war eine schöne Börse, ne? Gerne wieder, ne? Wenn es meine Zeit zulässt, werde ich da auch wieder hinfahren. Ja, das war's dann aber auch schon wieder mit Patrick Sockerbude, mit der Retro-Börse in Herten. Ansonsten wünsche ich euch, wie immer, eine gute Woche, kommt gut durch. Viel Spaß beim Zocken allerseits, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's, euer Patrick.